Wir sehen die ersten Fahrzeuge von Star Wars als NFT auf Vivi. Außerdem Augmented Reality kommt zu dir nach Hause. Das und mehr jetzt in diesem Video. Bevor das Video außerdem beginnt, würde ich mich auf jeden Fall sehr über dein Feedback freuen. Wie ihr schon seht, das Ganze ist eine andere Form von Videos, die ich jetzt hier machen werde, nämlich mit Folien. Wenn dir das ganze Format so gefällt, gib mir auf jeden Fall danach ein Like unter diesem Video und schreib mir unbedingt einen Kommentar, wie du das Ganze findest. Und ansonsten, wenn du auch in Zukunft keine Videos von mir verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal, denn so verpasst du da draußen definitiv keine wichtigen News. Starten tun wir an dieser Stelle erstmal mit einer kurzen Ankündigung, denn ich war in einem Podcast zu Gast und das von Stereophonie. Das sind zwei Jungs, die auf jeden Fall auch sehr gute Podcasts machen und ich war da auf jeden Fall zu Gast und wir haben über NFTs, Metaverse und Co. gesprochen. Das heißt, wenn dich das Ganze auf jeden Fall interessiert, dann schau auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung vorbei, denn dort findest du den Link für den ganzen Podcast. War an der Stelle ein sehr angenehmer Podcast. Ich selber mache hier auch Podcasts auf meinem Spotify-Account. Das heißt, ansonsten, wenn dich sowas sowieso interessiert, schau da sehr gerne mal vorbei. Und ansonsten dreht sich jetzt natürlich alles um das Thema Star Wars, denn wir sehen die ersten Star Wars Vehikel bzw. die ersten Star Wars Fahrzeuge und das ist sehr, sehr cool. Es wurde ja schon auf der D-Con angekündigt, dass wir die ganzen Collectibles hier sehen werden, beziehungsweise insgesamt zwei Collectibles werden und das ist tatsächlich auch der Fall. Wir sehen das Ganze am Freitag, dem 30. September um 17 Uhr deutscher Zeit, natürlich wie immer im Blindbox-Format. Ich gehe davon aus, dass wir einen Droppreis von in etwa 80 Gems sehen werden und dass der Drop tatsächlich auch unter Droppreis gehen könnte, jedenfalls bei der ersten Rarität. Es wird natürlich aber auch darauf ankommen, wie viele Editions sind vorhanden und wie hoch auch der Listenpreis ist. Wenn wir jetzt natürlich plötzlich einen Listenpreis von 60 Gems haben, dann sieht das Ganze vielleicht schon wieder ganz anders aus und wenn die dementsprechend auch noch die Editions anpassen, wer weiß, wie sich der Drop dann entwickelt. Ich werde dazu aber auf jeden Fall noch mal einen kleinen Post machen, was meine Einschätzung dazu ist, ob das Ganze unter Droppreis gehen wird oder auch nicht, wenn wir weitere Details haben. Und wie ihr schon seht, wir sehen hier einen Starfighter von Darth Vader, in dem Fall denke ich mal. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir jetzt noch als zweites Vehikel sehen werden. Ob das zum Beispiel ein Podracer sein wird, ob das zum Beispiel ein X-Wing sein wird oder zum Beispiel ein Millennium Falcon. Ich weiß es nicht, aber ich bin auf jeden Fall auf deine Meinung gespannt und ich bin auf jeden Fall auch auf die Details heute Abend gespannt, was dann in den Details drinstehen wird für Freitag. Schreib mir auf jeden Fall unbedingt deine Meinung zu diesem ganzen Job in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, springen wir auf jeden Fall zum nächsten Thema. Und das nächste Thema finde ich persönlich super interessant und deswegen behandeln wir das jetzt auch und dem einen oder anderen fällt auch auf. Ich behandle dieses Thema in letzter Zeit ziemlich oft, aber es gibt einfach auch viel darüber zu sprechen, denn wir sehen nämlich von Unreal die Augmented Reality Brille und die kann meiner Meinung nach wirklich auch in jeden Haushalt es schaffen. Und wir schauen uns jetzt mal die Details an und dann werdet ihr, denke ich, auch verstehen, wieso, weshalb, warum ich dieser Auffassung bin. Starten tun wir erstmal hier mit diesem Bild und das ist schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Wenn man sich mal überlegt, man kann diese Brille zum Beispiel mit Steam verbinden und seine Steam-Spiele auf dieser Augmented Reality Brille spielen. Meiner Meinung nach super cool, denn man fühlt sich mit dieser Augmented Reality Brille noch in einem anderen Setting. Man fühlt sich so, als wenn man eigentlich gefühlt im Spiel wäre, einfach aufgrund dessen, dass die Brille natürlich auch deutlich näher dran ist, dadurch einfach die Wahrnehmung nochmal eine ganz andere ist, als wenn man hier zum Beispiel auf seinen Bildschirm schaut. Also muss ich sagen, ist wahrscheinlich eine Erfahrung wert und wird wahrscheinlich auch in Zukunft deutlich interessanter sein, als sich irgendeinen Bildschirm an die Wand zu hängen und dadurch einfach Platz zu verbrauchen. Und so hat man das auf jeden Fall immer mobil. Man kann jederzeit das ganze Spiel, man kann es rein theoretisch überall spielen, wo man möchte. Einfach aufgrund dessen, weil man diese Augmented Reality Brille überall mit hinnehmen kann. Sie relativ klein, kompatibel ist und das Bild im Prinzip unabhängig jetzt von der Raumgröße generiert werden kann. Als nächstes sind natürlich auch Punkte mit dabei, wie zum Beispiel Augmented Reality Space, beziehungsweise man kann seinen Browser ganz normal über die Augmented Reality Brille schauen und das sind alles Funktionen, wo man sagen muss, das macht das Ganze doch relativ komfortabel und man hat einen sehr viel schöneren Überblick, finde ich jedenfalls. Und den Punkt, den ich gerade eben schon angesprochen habe, mit dem Raum, beziehungsweise mit dem Platz, sieht man hier auch nochmal sehr gut und sie hat hier ihre Augmented Reality Brille auf und nutzt das Ganze für Nebula, für Mac und das ist sehr, sehr cool, denn wie man sieht, sie hat hier drei Fenster offen und sie kann ja ganz normal über den Mac arbeiten, nur über die Augmented Reality Brille, finde ich an dieser Stelle super spannend, weil man einfach sehr viel mehr sich das aufteilen kann und das Ganze in einer deutlich besseren Qualität ist, als man überhaupt denkt. Wenn ich solche Bilder sehe, da bekomme ich persönlich auch echt eine Lust wieder zu zocken, denn Cloud Gaming über Xbox ist an dieser Stelle auch möglich. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, über Xbox
auch eure Spiele zu spielen und das in Augmented Reality. Als Zubehör gibt es natürlich auch einige Dinge und zwar natürlich die Brille selbst, einige Aufsätze für den Nasenrücken, um den individuellen Bedürfnissen an dieser Stelle nachzukommen. Außerdem natürlich einen Verdeck für die Augen bzw. für die Brille selbst, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr im Flugzeug seid, euch einfach diese Sache aufmachen könnt und dann in Augmented Reality ganz einfach im Dunkeln das sozusagen haben könnt. Also da gibt es sehr, sehr viele Funktionen, wie man das Ganze einsetzen kann. Und ansonsten haben wir natürlich noch ein Kabel mit dabei, denn das Ganze funktioniert natürlich momentan noch nur über Kabel. Das heißt, ihr müsst das Kabel bei eurer Brille einstecken und dabei beim Endgerät und dann funktioniert das Ganze. Was außerdem sehr spannend ist, dass es hier eine sehr hohe Kompatibilität aufweist. Denn das Ganze ist kompatibel mit Android, mit Apple, mit Mac und zum Beispiel auch mit dem Steam Deck oder auch der Nintendo Switch. Also wir haben hier extrem viele Optionen und das macht es meiner Meinung nach auch so interessant, dass man vielleicht doch mal überlegt, sich so eine Brille zu holen. Denn es ist eine sehr schöne Ergänzung meiner Meinung nach zu diesen herkömmlichen Dingen. Und der eine oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich denken, ja, das wird sehr, sehr teuer sein. Meiner Meinung nach ist das ganz und gar nicht teuer. Wir reden hier von 529 Euro, die man für diese Brille bezahlt mit Shippingkosten nach Deutschland. Und das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Also, wenn man sich überlegt, dass man dafür teilweise ein Handy bekommt oder theoretisch sogar zwei, ist das meiner Meinung nach noch in einem Preisrahmen, wo man sagen kann, das könnte sich theoretisch jetzt nicht jeder Haushalt leisten, aber auf jeden Fall eine große Masse, die das Ganze für sich nutzen könnte. Das wäre auf jeden Fall mal ein sehr teures Weihnachtsgeschenk, aber es wäre jetzt nichts, was unmöglich wäre für einen Haushalt, beziehungsweise für Leute, die etwas mehr Geld haben. Aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall, finde ich, in einem erschwinglichen Rahmen, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel das neue iPhone gerade 1.300 Euro kostet und viele Leute sich das einfach verkaufen. Mit dem Geld könnte man sich ungefähr drei fast solcher Brillen holen, also das ist schon relativ in Ordnung, muss man an dieser Stelle sagen und an dieser Stelle tatsächlich auch etwas, wo ich sagen muss, das könnte auch viele Leute erreichen, die tatsächlich davor gesagt haben, ja, Augmented Reality ist doch nicht so meins. Und jetzt interessiert mich auf jeden Fall deine Meinung, würdest du diese Brille kaufen und wenn nein, wieso? Schreib es auf jeden Fall in die Kommentare und ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle mit diesem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut und ciao, ciao.